Vollmond brennt das Bild. Dann war Vollmond, er hat sich nicht gemeldet. Habe ich alles auf Video und Instagram hochgeladen. Zack, liegt das Bild da. Benzin komplett. Ich möchte eine Plattform in Zukunft generieren. Mir wurde damals eine Chance geboten, eine Möglichkeit geboten, mich zu entfalten. Und ich möchte irgendwann in Zukunft eine Institution aufbauen, in dem ich Menschen eine Möglichkeit, eine Chance bieten kann, sich zu entfalten. Und dann habe ich mir eine Woche, bevor ich wieder gesprochen habe, ich habe hier so ein riesen Event gemacht, den Mund zugenäht oder zunähen lassen, was auch ein Film war, jemanden zu finden. Habe dann nur Flüssignahrung gehabt. Herzlich willkommen zu unserem ersten Interview. Ich bin Markan und ihr seid hier auf This Is. Heute bin ich in Hof in der Nähe von Köln bei dem lieben Nico und dabei habe ich heute den Edgar, unseren Tätowierer. Edgar. Und Edgar, stell dich erstmal ruhig mal den Leuten vor. Hi, ich bin Edgar. Ich komme aus Arnsberg. Ich bin heute hier in diesem wunderbaren Studio bei Nico und ich fühle mich halt richtig geehrt, den jungen Mann auf jeden Fall zu stechen. Ich bin mega aufgeregt. Das ist auch mein erstes Interview, da wo ich dabei sein darf. Deswegen vielen Dank. Ja, freut mich auch, dass du hier bist und bei der ganzen Sache mitmachst. Also nochmal Props an dich. Dankeschön. Und natürlich an Nico, weil du das Ganze auch ermöglicht hast, hier in deinem Atelier zu sein und auch bei dem Projekt mitmachst. Also vielen lieben Dank nochmal. Nico, stell dich ruhig mal den Leuten, die hier gerade zuschauen, ein bisschen vor. Wer bist du eigentlich und was machst du so? Ich bin Nico, bin jetzt seit 7 Jahren Künstler. Ja. Und habe mich nicht für die Kunst entschieden, sondern die Kunst hat mich gefunden und mir eine Möglichkeit gegeben, ganz tief in meine Persönlichkeit zu schauen, in mein wahres Selbst zu schauen. Und so meine Kunstwerke sind so die äußere Manifestation meiner inneren Reise. Ah, okay, ja. Interessant. Ja, ja. Du hast dich heute für ein sehr spezielles Tattoo entschieden. Es ist auch ein Cover-Up. Erzähl gern mal den Leuten, wie bist du zu dem Entschluss gekommen, dieses Tattoo zu machen? Und hat das eine Bedeutung, dieses Cover-Up mit dem Tattoo in der Verbindung? Ja, definitiv. Und zwar, das Tattoo vorher war eine Art Erinnerung an ein negatives Ereignis in meinem Leben. Und im Laufe der Zeit ist mir bewusst geworden, warum soll ich mich an negativen Sachen erinnern? Warum soll ich negativen Sachen Energie geben? Und letztendlich habe ich mich dann für einen Pinsel entschieden, weil ich finde, oder symbolisch gesehen ist der Pinsel oder die Kunst ein Sohn der Hoffnung, eine Tochter der Wahrheit und ein Instrument des Friedens. Also letztendlich nur reine Positivität, reines Potenzial. Ja. Deshalb der Pinsel. Sehr interessant. Ja, du hast mir auch schon vorab erzählt, dass du auch diese starke Bedeutung mit dem Tattoo ziehen möchtest. Und es macht mich sehr glücklich, dass du es auch noch in dieser Kombination mit einem Interview auf unserem Kanal This Is führst. Und fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie war so dein Werdegang? Wie war so von deiner Geburt bis der Weg, dass du dich entschieden hast, Künstler zu werden, deine Schulzeit? Wie ist dieser ganze Prozess gewesen? Angefangen hat es, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da ging es immer so, du musst Abitur machen, du musst etwas machen, dass du was in der Hand hast. Dann habe ich Abitur gemacht. War nicht meine Entscheidung, sondern letztendlich war es doch schon so ein bisschen von meinen Eltern gewollt. Dann habe ich Abitur gemacht und dann kam, okay, jetzt hast du Abitur, Nico. Wir hatten ein Restaurant damals, ein griechisches Restaurant. Und dann hieß es, entweder du gehst ins Restaurant oder du bildest dich weiter. Und dann war für mich die Option Studium. Also habe ich studiert. Dann habe ich fertig studiert und dann hieß es, okay, Nico, Studium, also weitermachen oder ins Restaurant. Tja, und da letztendlich war mir bewusst geworden, es sind nicht meine Entscheidungen. Es ist ja mein Leben, aber irgendwie fühle ich mich nicht erfüllt. Weil letztendlich, ich habe meinen Purpose nicht gefunden. Und nach dem Studium, muss ich ehrlich sagen, kam ich in ein ganz, ganz tiefes Loch, aus dem ich erstmal nicht mehr rauskam, weil ich plötzlich nicht mehr wusste. Ich wusste, ich wollte nicht arbeiten, aber ich wusste auch, ich möchte nicht ins Restaurant. Vorab, was hast du eigentlich studiert gehabt? Marketing-Management. Marketing? Ja. Hast du auch zu Ende gemacht? Ganz zu Ende gemacht. Mit 1 abgeschlossen, war super darin, hatte auch ein super Bewerbungsgespräch, kam dann zu diesem Bewerbungsgespräch und innerhalb von 5 Minuten musste ich ihm die Hand geben, diesem Menschen, und sagen, du, pass auf, ich danke dir, aber mir ist gerade bewusst geworden, dieses 9-to-5, das fühle ich nicht, das bin nicht ich. Und aus dieser, ich sag's mal, nicht Verzweiflung, aber aus dieser Ungewissheit, was ich machen soll, kam ich dann in diese Leere. Und die ging so 1-2 Jahre und irgendwann, wenn man ganz unten ist, was soll einem da noch passieren? Und ich habe dann
so für mich etwas entschieden. Ich habe einen Brief geschrieben, so was mir so das Leben bedeutet. Und einfach mal so klarzustellen, was willst du so vom Leben? Was bedeutet dir das Leben? Was bedeutest du dir selbst? Habe diesen Brief fertig geschrieben mit all meinen Intentionen, habe auch ein bisschen die Malerei. Ich habe damals immer mit meinen Geschwistern gezeichnet, so Pokémon. Mhm. Und da habe ich mich immer so ein bisschen frei gefühlt. Und habe auf jeden Fall das in den Brief verfasst, habe diesen Brief an eine Galerie geschickt. Ich weiß nicht genau, warum ich es an diese Galerie geschickt habe. Das war eine Art Intention oder Intuition. Und dann plötzlich bekam ich eine Antwort. So nach dem Motto, oh Nico, wir mögen deine Ansichten, super spannend. Komm doch mal vorbei, um uns kennenzulernen. Ja. Dachte mir, okay, bin hingefahren, geredet und irgendwann meinte sie, ach so, und bring beim nächsten Mal doch gleich deine Werke mit. Dann dachte ich mir, was für Werke denn? Ich habe doch nicht gesagt, ich male. Was hast du denn so vorbereitet? Absolut nicht. Hab dann diesen Brief gelesen und anstatt das so zu verstehen, dass ich mal gemalt habe, so für mich, so nebenbei, kam es irgendwie so rüber mit der Intention, ich habe schon Werke, ich möchte sie euch zeigen. Ah, okay. Also was blieb mir anderes übrig, als mich mit dem Thema zu befassen. Bin dann in den ersten Laden gegangen, habe mir Leinwand gekauft, habe mir Farben gekauft. Und in diesem Prozess habe ich plötzlich so ein neues Gefühl erlebt, so wow, ja, da ist irgendwas. Habe dann meine ersten 7 Werke gemalt. War auch super spannend, in so einem ganz kleinen Räumchen in meiner ersten Wohnung. Hab die dann fertig gemalt, hab sie nach Hamburg gebracht, hab sie dahin geschickt. Mhm. Okay, danke, wir melden uns. 1 Monat vergeht, 2 Monate vergeht. Dachte ich mir, okay, jetzt hast du dich zum Affen gemacht. So, ne? Jetzt hast du Bilder gemalt, die abgegeben und keiner meldet sich. Und irgendwann kam ein Anruf zu Nico. Ja, und das war die Assistentin vom Direktor von der Galerie. Jemand möchte deine Werke in Miami ausstellen. Ich dachte mir, okay, und wo ist der Haken? Ich so, nein, willst du das machen? Ich so, ja klar will ich das machen. Okay, koste ich aber 10.000 Euro. Ich so, haben wir den Haken. Ich hatte 10.000, aber mit so einem Minus davor. Also gar keine Option, wirklich gar keine Option. Und dann habe ich mir überlegt, ganz ehrlich, es ist doch eine Riesenchance. Wie machst du das? Und dann habe ich einen Menschen angerufen, der mir damals sehr geholfen hat. Und ich wusste, okay, wenn ich wen anrufe, dann ihn. Hab angerufen, wollte gerade anfangen zu erzählen. Sag so, ey Nico, du hast dich lange nicht gemeldet, was ist los? Ich so, ey Simon, ich habe da, glaube ich, irgendeine Chance. So. Irgendwas glaubt an mich oder irgendwer glaubt an mich. Mhm. Er sagt so, ja, okay, was brauchst du? Ich brauche 10.000 Euro. Und bevor ich ihm überhaupt erklären konnte, wofür, hat er gesagt, gebe ich dir. Stark. Gebe ich dir. Es ist wichtig, solche Freunde auch an der Seite zu haben, also die auch an einen glauben. Genau so. Und dann habe ich den Direktor angerufen, meinte, okay, wir machen das. Bist dir sicher, Nico? Weil wir können auch klein anfangen. Wir fangen bei ein paar Ausstellungen in Hamburg an, machen hier ein bisschen, machen wir da ein bisschen. Ich wusste aber von vornherein, absolut nicht. Wenn schon, dann gleich ganz oben anfangen. Nach Miami geflogen, die Ausstellung gehabt, direkt auf der Scope. Wirklich, das war so das Mecker aller Künstler, wollte jeder hin. Mir war das nicht bekannt, aber ich habe dennoch diese Chance gesehen. War dann in Miami, war eine wilde Woche, wirklich eine ganz, ganz wilde Woche. Und irgendwie am 5. Ausstellungstag, weil ich die ganze Zeit so mit mir gehadert habe, ist es wirklich das Richtige? Das hat dich jetzt so viel Geld gekostet. Was, wenn du nichts verkaufst? Jetzt hast du hier deine Erfahrung gemacht und bla und blub. Und dann gehe ich dann so völlig übermüdet, weil wir durchgefeiert haben, zur Ausstellung, hatte schon schlechtes Gewissen. Wir gehen zur Ausstellung und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen, komm da so lang, geh zu meinen Werken und auf einmal Zara von ganz weit weg kommt und schreit und schreit und schreit. Und ich dachte, boah, das ist mir zu viel, umarmt mich und sagt, du hast gerade dein erstes Werk verkauft. Boah, und da wusste ich, also da kamen mir sofort die Tränen, ich lag am Boden. Ein Stein von Herzen gefallen auch. Ehrfurcht, ja. Reine Ehrfurcht, so ja. Aus dem Nichts, plötzlich hast du was angefangen, jemand sieht etwas in dir, gibt dir eine Plattform, wo du dich entfalten darfst, gehst dahin und hat sogar einen Mehrwert und da war mir klar, ey, das ist irgendwie dein Weg, so diesen Weg gehst du, egal was kommt. Ja, und nach Miami kamen dann die Ausstellungen dann in New York, dann war China, Europa, dann jetzt in Deutschland, ja, und jetzt sitzen wir hier. Ja, safe, also eine gute Reise hast du schon hinter dir, kann man dazu sagen. Ja. Und auch eine sehr erfolgreiche Reise, wie man deine Bilder hier auch sieht, zu Recht. Danke. Was ich einmal wissen wollte, um nochmal zurückzugehen, du hast ja erzählt, du hast ja zu Ende studiert gehabt und danach bist du, hast du auch richtig angefangen zu arbeiten gehabt oder schon dann von Anfang an gesagt, das ist nicht so meins gewesen? Zu arbeiten mit was? Dieses 9-to-5-Leben.
Ich hatte das noch weitergemacht und ich habe es gleichzeitig gemacht mit der Kunst. Ah, okay. Weil ich musste für mich so, oder für mich war klar so, du musst irgendwie Geld verdienen. Die Kunst war am Anfang nur reinbuttern. Alles, was ich verdient habe, habe ich reingebuttert. Egal in was. Neue Farben, neue Leinwände. Und das ging die ganze Zeit so weiter, bis ich dann so meinem Arbeitgeber gesagt habe, ey, pass auf, wenn das mit der Kunst zu viel wird, dass ihr Bescheid wisst, ich werde mich immer für die Kunst entscheiden. Auch wenn ich hier eine Sicherheit habe. Ja, Nico, mach mal. Ja, du mit der Kunst. Die haben mich nicht geglaubt. Ach, gelacht, ohne Ende gelacht. Ich musste ja selber lachen, ich wusste ja selber nicht, was kommt. Aber, und irgendwann wurde es dann so viel, dass ich wirklich dann gecuttet habe. Mhm. Einfach gecuttet und gesagt, egal wie. Dann haben wir ein paar Verkäufe getätigt, dann wurde es immer besser. Dann hatte ich mein erstes Management, die ersten Zeitungsartikel kamen, die ersten TV-Berichte kamen. Und dann irgendwann war man in der Spirale. Immer noch nicht, dass ich davon leben konnte, aber das war mir letztendlich erstmal egal. Weil ich wusste, du gehst diesen Weg, das ist jetzt dein Fokus, das ist jetzt deine Energie. Ja. Nee, ich spreche das nur an, weil es auch viele andere Menschen gibt, die vielleicht auch in deiner gleichen Situation sind, vielleicht nicht mit Kunst, vielleicht mit einem anderen Themengebiet, aber auch dann dieses Problem haben, dass sie sich nicht von ihrem 9-to-5-Leben abcutten können, um den Schritt in seine eigene Selbstständigkeit zu gehen, weil diese Angst davor ist, zu verlieren, um es nicht zu schaffen. Und dann wieder als der Buhmann da zu sein, guck mal, der hat es, dann ist man der, der es nicht geschafft hat. Würdest du, wenn du so von dir und deiner Erfahrung redest, irgendwas sagen, was könntest du den Leuten empfehlen, wenn die auch diesen Cut machen wollen von ihrem 9-to-5-Leben zu dem, was sie ausmacht? Mhm. Weil das ist ja meistens mit der Selbstständigkeit, man macht etwas, was einen persönlich ausmacht. Mhm. Und was ist so dein Tipp, was du sagen würdest für die Leute, die diesen Schritt wie du gehen wollen? Ihr müsst euch verlieren. Wenn ihr den Willen habt, wenn euer Herz spricht für etwas, dann muss letztendlich eine bestehende Identität gebrochen werden. Du musst dich in etwas verlieren, damit du dich finden kannst. Mhm. Und ich musste mich in diesen alten Strukturen verlieren. Ich musste alles aufbrechen. Ich habe mir ganz andere Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wer bin ich so? Wer bin ich wirklich? Und die Angst, die ist völlig berechtfertigt am Anfang. Aber innerhalb von einigen Jahren war mir bewusst, du brauchst gar keine Angst haben. Weil sobald du für etwas brennst, ist klar, dass dein altes Ich verbrannt wird. Das ist wie so die Symbolik des Phönix. Du musst einmal verbrennen, mehrmals verbrennen. Ja, wie der Phönix aus Sascha. Genau, um genau das zu finden, wonach deine Seele so geschaffen ist. So, was ist so dein Mehrwert? Und wenn sich jemand, sagen wir mal, nicht wohlfühlt in einer Sache, dann sollte man drauf hören und möglichst wirklich diesen Willen haben, ey, ja, ich will dies machen, wonach mein Herz sich sehnt. Egal alles andere, was passiert. Weil der Rest ergibt sich schon. Mhm. Nur die alten Strukturen sagen dann, ach, guck mal, was denken dann die anderen? Guck mal das hier, guck mal dies. Und das war bei mir genauso. Ich habe am Anfang immer auf andere gehört. Und das war halt am Anfang nicht der Fehler, aber ich musste diesen Weg gehen, damit mir immer klar wurde, ey, das will ich nicht mehr sein. Aber ich musste durch diesen Schmerz. Für mich war, Schmerz war immer meine Heilung. Mhm. Und ich musste durch diesen Schmerz gehen. Also jeder, der anfängt, etwas zu machen, wo er plötzlich so ein neues Beben in seinem Herzen spürt, macht es und geht da kompromisslos an die Sache ran. Weil am Ende wird es sich lohnen. Und diejenigen, die zweimal, dreimal, viermal am Boden waren, aber trotzdem immer wieder aufstehen, die wird das Universum oder irgendeine Quelle da oben am Ende belohnen. Denn Mut wird immer belohnt, definitiv. Ja, danke für die starke Rede von dir. Also ich sehe das nämlich genauso. Man muss es einfach machen. Man muss, wie sagt man so schön, ran an den Speck. So. Ran an den Speck. Man muss einfach machen und es wird irgendwann was Gutes zurückkommen. Mhm. Wenn es nicht immer der Erfolg ist, den man wollte, ist es vielleicht auch die Erfahrung, die man dafür braucht, um die nächsten Schritte zu gehen. Mhm. Und so sehe ich das auch. Und ich habe aber oft gemerkt, wenn man diese Schritte geht und wirklich auch so diesen Mut und die Intention hat, etwas zu erreichen, wird es trotzdem so Phasen geben, die sehr deprimierend sind. Mhm. Vielleicht, wenn etwas eine Zeit lang nicht klappt, weil gerade in normalen Arbeitsstrukturen ist es ja oftmals so, gerade wenn man in einem 9-to-5-Job ist, man geht arbeiten, am Ende des Monats hat man immer den gleichen Lohn. Manchmal wird man vielleicht befördert und hat ein bisschen besseren Lohn, aber im Endeffekt bleibt man in so gleichen Strukturen. Man kriegt am Ende des Monats sein Gehalt und das ist so die Droge, mit der man durchs Leben geht. Im selbstständigen Dasein ist es ja anders. So, du bist ja für dich selbst verantwortlich. Wenn du jetzt keine Kunst machen würdest, würdest du auch kein Geld verdienen. Mhm. Und wenn
du keine Kunst verkaufen würdest, verdienst du ja auch kein Geld. Wie ist es bei dir so gewesen? Hast du manchmal so Phasen gehabt, wo du so richtig gefühlt hast, ich bin jetzt am Boden? Oder war bei dir immer so ein Highlife? Nein, ganz oft, wo ich gefühlt habe, ich bin am Boden, weil dann kommen plötzlich Menschen auf dich zu, die dich dann unterstützen wollen. Du bist schon voll in diesem Feuer, dann kommt jemand, gibt dir nochmal ein extra Öl so ein bisschen, dass du noch mehr brennst und plötzlich wendet er sich gegen dich und dann liegst du am Boden, weil plötzlich kamen Versprechungen und du denkst dir, wieso mache ich das hier überhaupt? Warum begebe ich mich überhaupt in diesen Schmerz? Ich war 2, 3, 4 Mal am Boden. Warum? Aber letztendlich war dieser Wille, dieses, wenn die Seele etwas erkannt hat und gefühlt hat und gleichzeitig der Verstand und das Herz mitspielen, dann bist du unaufhaltsam. Dann machst du es einfach immer weiter, bis wirklich die allerletzten Strukturen sich von alleine lösen. Mhm. Weil das ist wie ein Gesetz. Je mehr du dich in etwas rein vertiefst, je mehr Energie da reingibst, desto eher empfängst du und bekommst es wieder zurück. Und für Selbstständige, ob Künstler oder sonst was, ist es ganz, ganz wichtig, sich aus diesem kleinen, bekannten Kreis zu lösen. Aus dieser Umgebung, die du kennst. Dieses Unbekannte, dieses neue Terrain, ist das, wo du am meisten wächst. Und da muss jeder einfach durch. Das ist wie so die Pflicht der Seele. Du musst in dieses Unbekannte gehen, damit du ganz viele neue Sachen für dich erfahren kannst, die du von dir selber noch nicht mal kennst oder weißt. Okay, und so die Anfangszeit, wo du dann mit den Malen angefangen hast, du hast ja erzählt, du hast dann die Ausstellung gehabt in Miami auch. Und aber wie ist dieses Input gewesen, dieses von Auszeit und von innen? Hast du große Probleme gehabt, teilweise auch mit so Blockaden beim Zeichnen? Oder war das so, dass du gesagt hast, mein Geist war immer clean? Und ich konnte straight immer malen. Wie war das, so dieses Gefühl bei dir? Also die Anfänge waren so, zum Beispiel von jedem Jahr behalte ich 2, 3 Kunstwerke. Einfach nur für mich als Erinnerung, okay, so und so warst du in dem Jahr, so und so warst du in dem Jahr. Ich bin in den ersten Jahren immer oder habe mich sehr beeinflussen lassen von äußerlichen Umständen. Das heißt, ich wurde für mich selber ganz oft manipuliert in meiner Kunst. Mhm. Ich habe gemalt, dann wurde eine Zeit lang nichts verkauft, dann habe ich mich nach außen gewendet, guck, okay, was kommt gerade gut an? Das ging eine Zeit lang gut, aber irgendwann, weil du das ja so nicht bist, ich bin immer nach außen gegangen, erkennst du für dich selber, okay, ich bin nicht inspiriert, ich habe eine Blockade und irgendwann muss ich was switchen und dann kam Corona. Das war für mich die wichtigste Zeit in meinem Leben, weil ich konnte mich nicht mehr nach außen gehen. Ich musste die Perspektive ändern, ich musste den Blick nach innen richten. Und als ich dann diesen kleinen Switch gemacht habe mit, du gehst jetzt den Weg nach innen, war nicht nur der Geist plötzlich ganz neu inspiriert, gab es nicht nur, sagen wir mal, auch Momente, wo du nicht inspiriert warst, aber du hast es nicht mehr so an dich rangelassen. Hm? Weil alles, was von innen kommt, wie innen so außen, reproduziert sich automatisch im Außen. Je tiefer ich in meine Seele geblickt habe, je tiefer ich in mein Herz geblickt habe oder je tiefer ich in meine Kunst geblickt habe, mit der Prämisse, okay, ich arbeite von innen nach außen, desto qualitativer wurden meine Werke, desto weniger äußerliche Strukturen haben sie angenommen und desto eher habe ich meinen eigenen Stil entwickelt. Weil wenn man so heute ganz oft betrachtet, gibt es Kunstwerke, die sehen alle gleich aus. Du hast überall als Beispiel Disney-Figuren. Klar, uns alle erinnert Disney an etwas als Beispiel. Aber ich habe auch Disney gemalt und irgendwann wusste ich, okay, bist du Disney? Oder ist das noch so dein altes Ich, woran du vielleicht noch zehrst? Und da wusste ich, okay, das bist nicht du. Und plötzlich, dieser Blick nach innen hat alles geändert. So, das hat meine Kunst aufgebrochen. In den ersten Monaten war es Katastrophe, weil ich von dem Bild stand, eine weiße Leinwand angeguckt habe und dachte, was soll ich machen? Und jetzt? Ja. Und jetzt, Nico? Jetzt bist du wieder an Punkt Null. Und das hat vielleicht so, echt so 3, 4 Monate gedauert, aber irgendwann, weil ich nicht aufgehört habe, an mich zu glauben, an etwas in mir zu glauben, aus dem Nichts, von heute auf morgen, hat sich dann alles geändert. Ja, was du gerade auch genannt hast, das mit den Disney-Figuren, das habe ich auch oft gesehen. Das hat, glaube ich, angefangen mit dem Künstler, ich glaube, der hieß Alec Monopoly. Genau. Ja, ja. So hat das, glaube ich, der ganze Rutsch angefangen und dann haben die auch alle angefangen, auch so, ich habe das auch mittlerweile auch mit Anime-Figuren gesehen und dann sieht man so nach dem Charakter her, wie diese Figur war, entweder wenn so beispielsweise, ich weiß nicht, wie der dieser Onkel von Donald Duck hieß, Dagobert Duck, dass er so mit Geld und so rumwirft und so, das machen schon so viele mittlerweile, hat das jetzt diesen Geschmack, diesen Flavor verloren, diese Leidenschaft. Es ist ausgeschlachtet. Das sind schöne Bilder, also jetzt, wo ich mit meinem
Team und so in Dubai war. Wir haben ja die NHN Gallery besucht und Max weiß ja auch selbst, dass dort so viele Bilder auch waren, auch die beraubend waren. Also wir haben die uns angeschaut und haben, das hätten wir in meinem Zimmer hängen, das hätte ich in meinem Flur hängen, das hätte ich im Badezimmer hängen, genau so. Und das hat schon einem gefallen. Mhm. Aber je länger man sich das angeschaut hat und es auch gesehen hat, dass es andere Künstler haben, desto mehr hattest du diese Uniqueness verloren. Mhm. Und das sehe ich bei deinen Bildern beispielsweise anders. So, deine Bilder haben ja was Spezielles an sich. Kannst du vielleicht mal den Leuten erzählen, was ist so das Besondere an deinen Bildern, was andere Künstler nicht machen oder nicht benutzen oder genau, mhm, nicht sind? Ich glaube, das Besondere an meinen Bildern ist so das Potenzial. Du betrachtest etwas in meinen Werken und da ich mit sehr viel Emotionen reingehe, mit sehr viel damals noch Schmerz, was ich dann umgewandelt habe, in Freude, in Mut, in Kraft, in Weisheit, alles das, was meine Werke sind, sind ein Teil meines Werdegangs. Mhm. Und wenn jemand ein Werk von mir betrachtet, ich bezeichne es als Intelligenz in meinen Werken. Diese Intelligenz spiegelt etwas in den Betrachter wieder. Es erweckt etwas und das nenne ich Potenzial. Und das hast du bei Werken nicht, die, sagen wir mal, von außen bestimmt sind. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Disney malen würde, das würde nicht gut ankommen, weil das bin nicht ich, das würde nicht mich widerspiegeln. Aber wenn man jetzt so meine Werke betrachtet, dann darf man sich darin verlieren. Ich gebe keine bestimmte Richtung vor. Klar, manchmal gibt es Motive. Die Farben sind sehr dynamisch, die Farben sind sehr, 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 sehr extrem. Sie leuchten, sie wechseln ihre Perspektive, sobald du einfach nur den Blickwinkel änderst. Und das ist der Punkt, was so in meinen Werken ausmacht. Es spiegelt etwas in dir. Nicht nur, sagen wir mal, dass du etwas erkennst, sondern fühlen, Komfort im Verstehen. Du fühlst etwas, was du vielleicht lange nicht mehr gefühlt hast. Es erinnert dich an etwas. Du kannst dich teilweise auch in deinen Bildern verlieren. Du kannst dich in den Bildern verlieren, genau. Das habe ich auch gemerkt. Also gerade wenn diese Perspektive sich verändert und das plötzlich ein ganz anderes Bild ergibt, das ist so etwas sehr Schönes. Oder auch jetzt das Bild, wo du heute schon gesagt hast, dass es dein Lieblingsbild ist, weil das schon in deiner 7er Reihe irgendwie das erste war, was du gezeichnet hast. Das war die erste Serie. Die erste Serie, die du gezeichnet hast. Das verändert sich einfach. Da ist eine Frau und diese Frau, die schaut dich einfach so richtig dominant an. Mhm. Und das ist diese Gefühle, die aus einem rauskommen, wenn man sich das anschaut. Und dann darunter der Embryo, der da noch so am Wachsen ist. Mhm. Und wenn dann plötzlich die neuen Lichteffekte kommen und sich das Bild komplett wandelt und ein ganz anderes Gefühl entsteht, obwohl es das gleiche Bild ist. Richtig, da kommt die Energie zum Vorschein, die ich reingesetzt habe. Und das erweckt es in dir. Es ist aber nicht einfach, sowas zu verstehen. Also es gibt bestimmt auch viele Leute, die sich das angucken und gar nicht wissen, was du damit meinst. Das heißt, man muss sich wirklich so sich dahin setzen. Das ist das Schöne, sie müssen nicht wissen, sie fühlen aber etwas. Irgendwas fühlen die, was trotzdem so anhaftet. Zum Beispiel bei mir, wenn ich Werke male, ich weiß ganz genau, jedes Werk, wenn es fertig ist, hat schon sein neues Zuhause gefunden. Und ich suche nicht mehr nach den Leuten. Ich male es fertig und ich weiß, ich ziehe sie an. Sie kommen. Mhm. Weil jedes Werk hat irgendeinen bestimmten Sinn, irgendeine bestimmte Spiegelung, irgendein Aspekt in meinem Leben war dann die Bündelung aus meinen eigenen Energien, alles in dieses Werk gesetzt und nur dessen, weil ich male zum Beispiel, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, so, warum machst du das? So, was willst du damit erreichen? Und das Wort verdienen, wenn du etwas dir verdienen willst, kommt von dienen. Und wenn ich dieser Welt mit der Schönheit meiner Werke diene, dann hat diese ganze Welt einen Mehrwert. Und das geht aber auch nur, wenn diese Werke auch ihr neues Zuhause finden. Weil so überträgt sich dann die Energie, so überträgt sich die Intelligenz, so dehnt sie sich aus, wie der gesamte Kosmos. Ja. Findest du, also ich finde das Wort Mehrwert ein sehr schönes Wort. Darauf wollte ich noch einmal eingehen. Findest du, dass gerade wenn man auch so was in Richtung Selbstständigkeit gehen möchte, weil das ist auch immer so etwas, was ich hier gerne ansprechen möchte, immer die Selbstständigkeit. Wenn Leute sich sagen wollen, ich möchte aus dem Trott rauskommen, in dem ich gerade bin, ich möchte mich motivieren, mehr aus meinem Leben zu machen, dieses Potenzial, was ich habe, aus mir rauszuholen, findest du das Wort, dass das Wort gerade Mehrwert viel damit zu tun hat, dass man einen Mehrwert mit dem haben muss, oder besser gesagt, dass du einen Mehrwert sein muss mit dem, was du machst, damit es überhaupt erfolgreich wird? Definitiv. Weil so, wenn du jetzt zum Beispiel nur ans Geld denkst, was kann ich machen, um Geld zu verdienen? Läufst du Zahlen hinterher? Und weil du Zahlen hinterher läufst, wirst du immer laufen, immer laufen. Aber sobald dir bewusst ist, okay,
was ist meine Bestimmung auf diesem Planeten? Und wie kann ich dieser Welt dienen? Wie kann ich dieser Welt etwas mit meinen Talenten anbieten, wovon viele profitieren können? Dann kommt das Geld automatisch. Aber am wichtigsten ist, finde ich, dir muss klar werden, womit kannst du dienen? Ganz einfach. Alles andere kommt dann von alleine. Der Rest kommt von selbst. Weil jeder hat seine bestimmte Aufgabe. Es ist so. Ja. Wenn du einen Samen zum Beispiel in den Boden pflanzt, wer weiß schon, was passiert, dass die Intelligenz eines Samens plötzlich alles anzieht, um zu wachsen? Niemand. Aber er wächst. Automatisch. Ja. Ja, je nachdem, wie die Gegebenheit ist. Dennoch wächst er. Und auch wenn er zum Beispiel dann nicht auswächst, trotzdem, sagen wir mal, stirbt dann eine Pflanze und gibt dann den Mehrwert für andere Pflanzen oder Tiere als Nährstoff. Es ist ein Kreislauf. Ja, aber das Fundament ist, womit kann ich dienen? Ja, verstanden. Ja, ey, das ist wichtig zu wissen, weil viele Leute gehen dann den Schritt, die sind dann unschlüssig, aber die wissen gar nicht, was sie dann für einen Mehrwert haben. Die setzen sich damit gar nicht Und dann vergleichen sie. Ja, und sobald die anfangen zu vergleichen, dann ist Feierabend. Schwierig. Dann kannst du wieder von vorne anfangen. Dann fehlt wieder diese Individualität, dieses Richtig. Besondere. Dann bist du nicht mehr authentisch. Authentisch, ja, ich mag das Wort. Ich würde gerne mal auf deine Tattoos eingehen, weil wir ja hier mit Tattoos arbeiten natürlich. Und das auch einen Fokus auch setzen soll in den Interviews. Das soll ja dieses Besondere sein. Ja. Du hast ja auch einige Tattoos an deinem Körper. Genau. Erzähl mal ein bisschen von deinen Tattoos und vielleicht die Entstehung und was du dir dabei gedacht hast. Sehr und gerne. Welches wieder. Du besonders magst. Also du hast eins auf der Brust, was ich sehr mag. Das weißt du ja selbst. Das ist die Narbe von Ruffy. Genau. Das verbindet uns. Erzähl mal aber sonst noch ein bisschen von deinen Tattoos. Also ich kann so ein bisschen in die Geschichte eingehen von meinen Tattoos. Das Kreuz hier links an meinem Arm, das war mein allererstes Tattoo, weil damals habe ich so den Glauben an alles verloren. Also ich wusste nicht mehr, an was ich glauben soll. Nicht an Gott, an nichts. Und für mich war aber immer dieses Kreuz, wenn man so zurückblickt, hat so eine Kraft, nur ein Kreuz, dieses Symbol dahinter, hat so eine Kraft oder was es einem Menschen so in einem bewirken kann. Und deshalb habe ich es mir tätowiert, weil ich wurde christlich erzogen und habe dann auch in meinem Umfeld gesehen, wenn meine Eltern oder Freunde am Boden waren, wie sie einfach an etwas geglaubt haben. Und das Kreuz für mich war einfach nur symbolisch, dass ich auch an etwas glaube. Ich wusste noch nicht an was genau, aber ich wusste, es gibt einen Glauben, der dir Kraft gibt. Und dann ging das so weiter zum Beispiel mit den Dreiecken auf meiner Hand. Das war dann so, das linke Dreieck ist zum Beispiel auch von Zelda. Und das war für mich so die inneren Punkte, so die innere Kraft, die in mir brodelt. Und rechts zum Beispiel habe ich ein Dreieck mit Kraft, Mut und Weisheit. Das sind dann so die äußeren Einflüsse. Dann ging es weiter mit den Zahlen hier. Ja. Diese Zahlen sind Orte, wo ich schon mit der Kunst war, als Erinnerung. Ah, interessant. Zum Beispiel, sind das dann Koordinaten oder? Es ist so numerisch. Es steht zum Beispiel München, M ist 13 und so weiter. So einfach nur so als einmal, dass die Leute halt, falls sie fragen oder sehen, dass man das gleich so erkennt und einfach die Zahlen für mich einfach nur für die Erinnerung. Darunter ist dann das Why. Als ich male, einfach nur, deshalb machst du das mit einem Ausrufezeichen. Weil ich muss mich nicht mehr fragen, warum machst du das, sondern es ist einfach nur, wenn ich mal nicht mehr so im Fokus bin, wenn ich mal so negativ gestimmt bin, dann schaue ich einfach nur meinen Arm an und denke mir, ja Mann, genau deshalb machst du das. Das Kleeblatt finde ich auch cool. Das Kleeblatt? Fünfblättig auch noch. Ja, von Black Clover. Ja, ich weiß. Das war mir schon fast klar. Und das fünfte steht so für den Dämon. Ja. Aber nicht so im negativen Sinne, genau. Nicht so im negativen Sinne, sondern die Kraft dahinter. Mich hat fasziniert in dieser einen Szene, wo alle gesagt haben, du musst den Dämon dominieren. Du musst diesen Bösen, der ihm die ganze Kraft gegeben hat, sich zu behaupten. In einer Szene reicht er mir und dann sagt, wieso soll ich dich dominieren? Lass uns eins werden. Ja. Und das hat mich so berührt, dass jeder hat mit seinen Dämonen zu kämpfen. Und jeder will sie irgendwie loswerden. Aber warum soll ich einen Teil von mir abstoßen? Lieber befreunde ich mich doch mit denen und nutze diese gewaltige Kraft. Ja. Dann, ja, Ruffy brauchen wir gar nicht diskutieren. Ruffy ist einfach der Shit, ganz einfach. Ja, in der Mitte meiner Brust habe ich zum Beispiel ein Mandelbrot-Symbol. Das ist ein Fraktal, das sind so wiederholende Muster. Weil das Leben besteht für mich so aus wiederholenden Muster, die du nicht nur einerseits erkennen musst oder erkennst, sondern sie auch neu definieren kannst. Das heißt, du kannst dich ganz neu programmieren, so wie du dich verhältst. Der Hals
Ist das der Hermesstab mit einem Schwert da drin? Weil unsere Worte sind wie Messerschneide. Ich dachte erst mal ganz am Anfang, das ist dieses Symbol von der Gesundheit. Aber es ist ja auch. Ja? Das spiegelt sich da wieder. Ja. Okay. Und es ist hier direkt am Hals, weil alles, was wir sagen, aussprechen, ist genau das. Es ist das, was wir anziehen. Das ist das, was wir generieren. Das habe ich zum Beispiel während meines Schweigens tätowieren lassen. Weil mir da bewusst wurde, unsere Gedanken, die wir am Anfang tragen, wandeln sich um in Sprache, die wir aussprechen. Das heißt, wir generieren unsere Worte, sind das, wo wir Macht ausüben, wo wir manipulieren, aber nicht im negativen Sinne, sondern wo wir Energie neu manipulieren. Das Auge, hier, das Tattoo hier mit meinem Herzschlag auf der linken Seite, weil das sind meine Wurzeln, das sind die Informationen, die ich mitbekommen habe als Geschenk, um der zu werden, der ich bin. Plus die drei Punkte hier, ich habe zwei Brüder, so die männliche Seite, Nico Theokoste, das verbindet uns so als brüderlicher Akt. Tja, rechts ist gibt's so bei Jujutsu Kaisen Sukuna. Und mich fasziniert Sukuna einfach in dieser Gnadenlosigkeit, in dieser unendlichen Overpower-Kraft. Und es ist wie, als wenn ich betrachte die Welt nicht mit zwei Augen, sondern ich betrachte die Welt mit viel, viel mehr Augen, mit dem geistigen Auge. Mit symbolisch gesehen, mit viel mehreren Augen. Sind auch, sagen wir mal so, die weibliche Seite. Ich habe zwei Schwestern, deshalb diese beiden Augen. Mhm. So als das Feminine bildet Energie und das Maskuline setzt sie um. Okay. Und Sukuna ist für mich einfach nur so ein Sinnbild von beidem. Es ist einfach so eine Einheit. Und deshalb diese Tattoos. Was habe ich noch? Du hast hier die Augen. Ah, stimmt. Die Augen hier für Sonne und Mond. Und ich habe immer schon gefühlt so in Richtung ägyptische Mythologie, das Auge des Ra und weiß nicht, das war für mich so ein Gefühl. Ich bin gar nicht mit Wissen reingegangen, aber ich bin mit einem Gefühl reingegangen. Und plötzlich hat mich einmal, als ich gemalt habe, hatte ich einen Spiegel neben mir, weil ich mich auch so, die Emotionen wollte ich in mir wahrnehmen. Was passiert, wenn du gerade malst? Und dann habe ich nach links geguckt in den Spiegel, war voll in Trance. Und sehe plötzlich diese Augen hier, wie sie mich angeguckt haben. Aber nicht, dass etwas mich beobachtet, sondern dass etwas aus mir heraus beobachtet. Und das war so die Energie der Sonne und des Mondes in der Kombination, in diesem Holistischen. Deshalb die Augen. Und du hast hier auf der Stirn noch was? Ja, auf der Stirn habe ich, das war auch während des Schweigens. Das kann ich nur lesen, wenn ich in den Spiegel gucke. Weil wann haben wir das letzte Mal geschwiegen? Jetzt letztendlich. Vor der Geburt? Nach der Geburt glaube ich fast nie. Und jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke und ich wurde, sagen wir mal, laut oder emotional, euphorisch, schaue ich kurz in den Spiegel, lese hier Silence und weiß genau wieder, warum ich geschwiegen habe. Okay, krass, ja, krass. Ja, ich finde das cool, weil wenn jetzt eine fremde Person jetzt gegenüber dir stehen würde, dann würde sich vielleicht fragen, was soll das alles? Mhm. Und gerade weil es gibt wirklich viele, die haben sich wirklich so Sachen tätowiert, die haben nicht mal eine Bedeutung. Das ist einfach nur da, weil, weiß nicht. Und die machen dann die ganze Kunst kaputt, wenn es jemand wie dich gibt, der dazu eine Bedeutung hat. Ich sehe das oft bei mir auch, meine Tattoos haben auch immer eine Bedeutung. Und es gibt auch einige, also zum Beispiel, ich habe hier eine in meinen Arm mit den zwei Gesichtern. Das gefällt mir beispielsweise mittlerweile nicht mehr, weil ich denke, wir haben mehr als zwei Gesichter. Mhm. Früher hatte ich ein ganz anderes Denken. Ich habe immer gesagt, Menschen haben nur zwei Gesichter. Mhm. So denke ich heute gar nicht mehr. Ich denke, man hat mindestens drei Gesichter. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne? Nee, ich würde das anders sagen. Ich würde sagen, ein Gesicht ist so das, was du so der Öffentlichkeit zeigst. Also zum Beispiel so, wie wir jetzt hier sitzen und wir mit den Leuten reden. Ein Gesicht ist so das, was du deinen Freunden und deiner Familie zeigst, das, was ich jetzt so meinen Jungs hier zeige, was ich so meiner Familie zeige. Und ein Gesicht ist wirklich das Gesicht, was nur du selbst kennst. So. Das ist so meine Meinung, die ich zu dem Thema Zeit habe. Vielleicht in 10 Jahren denke ich, dass wir 20 Gesichter haben, nur Gott weiß. Nur derzeit denke ich so, deswegen gefällt mir das beispielsweise nicht. Aber ich finde, deine Tattoos haben eine coole Bedeutung. Ich glaube, viele tätowieren sich irgendwelche Tattoos, weil sie sich mit irgendwas identifizieren wollen. Mhm. Weißt du, vielleicht auch nur mit der Szene. Auch nur mit der Szene, richtig. Und das geht nur, weil du halt selber so eine Leere in dir spülst. Aber letztendlich wollen wir doch alle irgendwie gefunden werden. Ja. Und wenn man den Weg nicht nach innen geht, dann ist es automatisch, dass du dich mit dem identifizierst, mit der Szene identifizierst oder hier oder da oder da. Und dann haben wir zum Beispiel auch symbolisch gesehen, deine Tattoos letztendlich keine Bedeutung, aber in dem Moment symbolisieren die nur deine eigene Leere wieder. Ja, das stimmt. Guck mal, ich habe ein kleines Frage-Quiz, wo gesagt mitgenommen, das sind so 10 knackige Fragen. Ich erwarte einfach nur so
kurze und knackige Antworten, wie du die schnell beantworten magst. Okay. Fangen wir mal an. Bist du bereit? Ready. Wie wären deine Bilder ohne den Einfluss von der Musik? Emotionslos. Emotionslos, stark. Zweite Frage. Was war dein schönstes, beste Erfahrung, die du machen konntest? Mein Schweigen. Konsumierst du noch Drogen? Wenn ja, welche und warum? LSD, Pilze, DMT. Weil ich diese Drogen als Instrumente der Wahrheit sehe. Ah, okay, interessant. Inwiefern meinst du mit Wahrheit? Interessiert mich jetzt gerade. Sie brechen bestehende Strukturen auf. Sie lösen sich so, oder du brichst dein eigenes, die Prinzipien deines eigenen Gefängnisses auf und ermöglichen dir, aus einem größeren Energieball noch tiefer in dich hineinzublicken. Weil letztendlich bist du dann nur am Fühlen. Und das Herz, wenn es fühlt, dann fühlt es immer das Richtige. Es lügt nicht. Der Verstand kann Geschichten bauen, aber das Herz fühlt. Hast du einen größeren Spektrum auch? Ja. Interessant, ja. Welche deiner Kunstausstellungen fandest du am interessantesten und warum? China. In der größten Stadt der Welt. Und als ich da ausgestellt habe, wurde die Kunst, das war die 7er-Serie, die mir so wichtig ist, gefeiert wie ein Weltstar. Und ich kannte dieses Gefühl nicht, dass meine Kunst so anerkannt wird in diesem Jahr. So, da war für mich so, okay, ich mache mal hier, da und da, aber da war was anderes. Da war wirklich eine Art Demut vor meiner Kunst. Es ist auch schön, wenn man so sieht, andere Kulturen, andere Sitten. Ja. Hier in Deutschland, wo die Leute ein bisschen konservativer sind, sehen die vielleicht eine Kunst und sagen so, die wollen eine Landschaft lieber sehen. Und dann bist du woanders, in einer ganz anderen Kultur und plötzlich bist du der Popstar. Ja. Der Popstar aus Deutschland. Das ist ein wunderschönes Spektrum. Ja. Das ist interessant, ja. Nächste Frage. Gibt es Filme, Serien, Animes, die dich persönlich geprägt oder berührt haben? Und wenn ja, welche und warum? Dragon Ball, ganz am Anfang, weil da hat man von vornherein kennengelernt so, ey, Goku Power, kämpf, mach weiter, mach einfach weiter. One Piece, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Ja, das sind so für mich so, weil da steckt sehr viel Philosophie und Weisheit drin. Da steckt, sagen wir es mal so, du guckst die Sachen und du fühlst nicht nur die Weisheit, sondern es macht dann Klick. Es macht dann, ja Mann, Freunde sind wichtig. Ja Mann, alleine kann man nicht alles erreichen. Ja Mann, zu zweit kann man fliegen. Ja, Werte, die vielleicht einem nicht beigebracht werden. Vielleicht, wenn ich einmal was sagen könnte, Freunde sind wichtig, aber worauf man achten sollte, sind gute Freunde. Ja, das definitiv. Ist sehr wichtig, weil du kannst die falschen Freunde haben und im Endeffekt würde es nur dazu führen, dass du dann vielleicht den falschen Weg gehst, nicht dich zeigen. Der vielleicht aber auch wichtig ist, ich habe mal so gelernt, so oder für mich so erfahren, ein Herz muss 100-mal gebrochen werden, bevor es sich öffnet. Und durch Freunde passiert das manchmal ganz schnell, wenn du dachtest, das sind Freunde und dann plötzlich passiert was und du fühlst dich einfach so, ja, wie gebrochen, so, weil du es nie erwartet hättest. Ja. Aber das wiederum führt dann zu den richtigen Leuten oder zu deinem richtigen Weg. Und wenn du erstmal auf dem richtigen Weg bist, mir die richtigen Fragen gestellt hast, dann ziehst du plötzlich Menschen an, wo Zeit keine Rolle spielt. Ja. Dann siehst du ihn und sagst, ey, wir sind irgendwie verbunden. Ja, safe. So, die nächste Frage. Welche berufliche Zukunftswünsche hast du? Ich möchte eine Plattform in Zukunft generieren. Mir wurde damals eine Chance geboten, eine Möglichkeit geboten, mich zu entfalten. Und ich möchte irgendwann in Zukunft eine Institution aufbauen, in dem ich Menschen eine Möglichkeit, eine Chance bieten kann, sich zu entfalten. Und interessant. Ehrlich, das ist gut. Auch dann auch so für so Jüngere und dann... Ja, definitiv. Also die Jüngeren haben so meistens so die wenigsten Chancen, weil die wenig Erfahrung haben. Und man muss nicht, sagen wir mal so, meine Kinder sollen nicht kämpfen. Weißt du? Der Körper darf Schmerz erfahren, aber der Geist muss keinen Schmerz erfahren. Ja, das stimmt. Und wenn man die richtige Plattform anbietet, dann muss es am Anfang kein Kampf sein, in dem man sich entfalten darf. Das stimmt. Auf welches Bild bist du am meisten stolz? Ich kenne die Antwort, glaube ich, schon. Ja, auf mein Baby. Sagst du, ja. Ja, stimmt. Hast du schon erzählt gehabt, aber ich hatte halt die Fragen halt schon vorher. Die nächste Frage. Welche Entscheidung war die schwerste, die du jemals getroffen hast? Den Mut zu fassen, mich von meinem damaligen Management zu trennen. Interessant. Gab es da Streitigkeiten auch? Oder? Sehr. Oh, sehr. Das ist sehr. Mies, ja. Was denkst du, wo du heute wärst, wenn du nicht deine Kunst hättest? Unter der Erde. Meinst du so schlimm? Ja. Aber liegt das, weil der Job dich da so dermaßen nicht erfüllt hat? Ich habe mich selber nicht erfüllt. Ich habe irgendwann keinen Sinn mehr in diesem Leben gesehen.
Ist also wirklich gar keinen Sinn mehr. Ist dann schön, dass du deinen Weg gefunden hast und dadurch deinen Sinn wieder gefunden hast. Und die letzte Frage, dann sind wir durch, ist, Nikos Lebensweisheit für unsere Community lautet: Mut wird immer belohnt. Mut wird immer belohnt, egal in welcher Situation. Ob es mit Familie ist, mit Freunde, mit Freundin, mit dem Business. Bleibt mutig und hört auf euer Herz. Hört auf euer Herz, es spricht die Wahrheit. Sehr weise Worte und damit ist das Quiz auch beendet. Bevor wir weitermachen, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Oh. Und wo wir uns halt das erste Mal getroffen haben, hast du mir auch in der PHB Gym erzählt, dass du ja das Auge von Sukarna halt tätowieren lassen wolltest. Ja. Und deswegen habe ich mir auch überlegt, ich habe dir eine Figur geholt. Weißt du, warum das so passt? Ich habe vor ein paar Wochen erst angefangen, genau diese Figuren zu sammeln. Und als ich in diesem Store war, gesagt, was habt ihr für Dinger? Die, alles klar, alle mit alles einfach. Aber es war nicht Sukuna dabei. Ja. Jetzt hast du hier Sukuna, Bruder. Ja. Ich danke dir vom Herzen. Gerne. Vielen lieben Dank. Ja. Und das Lustige bei der Figur ist auch noch, du arbeitest ja sehr viel mit deinem Körper, wenn du zeichnest. Und bei der Figur ist das Lustige und das Spezielle, er reißt sich seinen Körper auf, also den Oberkörper reißt er sich so auf. Und ich dachte, das passt gut, weil ich habe auch bei deinen Videos auch oft gesehen, dass du auch Oberkörper frei trainiert hast. Das war eine coole Verbindung. Genial. Du hast ein gutes Gefühl gehabt, safe. Ja. Ich danke dir. Gern bedeutet doch. Mir viel, schätze ich sehr. Ja, gern doch. Freut mich, dass es dich auch so glücklich macht, das Geschenk. Boah, geil. Ja. Dann kriegt gleich seinen Ehrenplatz da hinten. Ja, neben Gojo, Goku und etc. So, das geben wir mal hier der Regie. Regie, nimm. Das kannst du einfach nur aufstellen, einfach auf cool. Haben wir so Copyright-Probleme, wenn wir das Ding hier drin stehen haben? Das sehen wir dann. Sonst wir machen einfach so. Oh, cool, Mann. Stellen dich auf. Wirklich genial. So. So, machen wir mal weiter. Guck mal. Hast du schon mal Aufträge gehabt oder wurdest beauftragt von Menschen oder von Leuten beziehungsweise, wo du gesagt hast, nee, diesen Auftrag möchte ich nicht machen, hast du ihn abgelehnt? Ja. Ich hatte damals im Atelier in Hannover, als ich noch mal ein Atelier hatte, ein CEO, sage ich mal, da drin. Mhm. Der kam nicht alleine, der kam mit so einem Typen, mit seinem Assistenten, was ich nicht wusste. Dann kam er so rein, begrüßt, hat kein Wort gesagt, geht gleich gucken, ist rumgegangen und dann kam der Assistent und war echt ein guter Termin, ein richtig guter Termin. Er sagt so, der schaut sich erstmal um und so weiter, du kannst jetzt mal mit mir reden. Mhm. Dachte mir so, wie ich kann mit dir reden? Geht's jetzt, willst du Werke kaufen oder was ist hier los? Nee, der will für sich, aber der möchte ja so für sich sein. Und das ging so die ganze Zeit weiter, nach einer halben Stunde und habe dann irgendeine Frage gestellt und die Antwort war, also sie können sich glücklich schätzen, dass ich gerade Werke bei ihnen kaufen will. Und ich dachte mir so, was? Du kommst in meine Seele rein, ich lasse Zutritt zu meiner tiefsten Schatzkammer meiner Existenz und du sagst mir, ich kann mich glücklich schätzen. Weißt du was? Da ist die Tür, ich verkaufe ihnen kein Bild. Und der Assistent, ja, aber Nick, weißt du nicht, wer das ist? Es ist mir so scheißegal. Ich habe es nicht nötig, jedem etwas zu verkaufen. Und ich hatte das Geld nötig damals, Aber gut. Da war für mich eine Grenze. Da war eine Situation, ich habe den Tupac gemalt. Ah, der Tupac, genau. Stimmt, der große. Und da hatte ich auch einen großen Biggie gemalt, der wurde dann verkauft. Und als Pendant habe ich Tupac gemalt. So. Und dann hatte ich eine kleine Party im Atelier. Und da kam eine Freundin, meinte, Nico, ich habe da wen. Der hat Kohle, der hat Bock auf Kunst. Ne? Ich so, okay, cool, Alter. So, sprechen wir mal. Und dann kam er die Treppe hoch. Und sehe ich so, wie er diesen Tupac anguckt. Das ging so hoch, hier war der Tupac und dann ging es so in meine Räumlichkeiten. Und wir reden so und er fragt so, oh Nico, das hier so? Ich so, ja, 15.000. Okay, überlege ich mir. Dann geht er weg und hat er sich verabschiedet und meint, ja, du hast ja gesagt für das Bild 10.000, ne? Und da dachte ich so, nein, 15 habe ich gesagt, aber ja, wir sprechen mal. War voll interessiert. Millionär. Dann habe ich ihm halt alles geschickt und so weiter und dann, okay, lass uns einigen, ne, weil ich gesehen, du magst das Bild so, also zumindest du hast Interesse dran gezeigt, nicht gemeldet. Irgendwann dachte ich, ey, pass auf, für 8.000 kannst du es haben. Ich bin runtergegangen. Plötzlich meldet er sich. Ja, Nico, ja, cool und so weiter, hab schon ein paar Leuten von mir erzählt und so weiter, dass da und dann das Bild hinkommt, etc. Ich melde mich dann übermorgen, um halt weitere Schritte einzuleiten. Ich so, okay, cool.
nicht gemeldet. Ich so, ey, Diggi, was ist jetzt, ne? Sag doch einfach nein oder ja, es ist mein Baby so, ne? Ich gehe die ganze Zeit die Treppen hoch und sehe es und sehe halt dich so. Nicht gemeldet. Irgendwann, ich so, ganz ehrlich, für 6.000 kannst du es haben. Bin wieder runtergegangen. Plötzlich meldet er sich. Und dann habe ich so gemerkt, so. Er will dich einfach nur runterhaben. Er will mich runterdrücken, pass auf. Und das ging so weit, er hat sich nicht gemeldet, bis aufs Bild auf 5.000. Dann meinte der Nico, ich hole es Donnerstag ab. Und dann gehe ich dieses Bild hoch, also ich gehe die Treppen hoch, sehe das Bild, dann steht er vor und ich wollte es noch loswerden, weil ich so rund mich so selbst so verkauft habe fast. Und ich stehe davor und denke mir, was machst du denn hier? Von 15 auf 5, weil er dich geschäftsmäßig so gedrückt hat? Ich so, pass auf, Sprachnachricht, ey, du hast bis Sonntag Zeit. Sonntag ist Vollmond. Du kaufst das für 15.000 oder ich zünd es an. Auf einmal Sprachnachricht, ja, Nico, bla, übertreib mal nicht, ne, ich nehme das schon, aber halt für die 5.000. Ich so, du hast mich nicht verstanden. Vollmond brennt das Bild. Dann war Vollmond, er hat sich nicht gemeldet, habe ich alles auf Video und Instagram hochgeladen, zack, liegt das Bild da, Benzin komplett. Und da hatte ich noch ein Atelier, da konnte ich Feuer machen, Betonboden, keine Rauchmelder. Angezündet, komplett, das Ding ist komplett abgebrannt, außer das Gesicht. Tupac wollte nicht abbrennen. Und dann haben die es so gesehen und auf einmal schickt er mir so eine 9-minütige Sprachnachricht. So, ey, was bist du für ein Typ und so weiter. Jetzt habe ich alles extra umgebaut. Meine Kinder wissen, dass das Bild da hinkommt. Das. Mit dir kann man keine Geschäfte machen. So wirst du nie erfolgreich. Und dachte ich, doch, genau, erfolgreicher war ich noch nie. Weil ich bin bei meinen Wurzeln geblieben. Ich bin mir treu geblieben. Ich habe mir gesagt, ich verkaufe mich nicht einmal und ich habe es fast bei dir getan. Danke für die Erinnerung. Und das Bild habe ich immer noch. Sehr gerne. Und da habe ich ihm gesagt, du, pass auf, Bruder, auch für die Zukunft. Ich bin nicht der richtige Künstler für dich. Ganz einfach. Also bitte frag nie wieder überhaupt nach einem Bild an. Dann hatte ich wieder eine Party im Atelier und ich bin nicht nachtragend so. Ne? Aber wenn ich dann sage, die verkauft dir kein Bild, dann ist das so. Dann steht er vor dem Bild und sagt, weil ich es dann noch extra habe rahmen lassen so. Er sagt so, ey, das ist ja noch geiler als vorher. Ich so, ich weiß, aber du bekommst immer noch kein Bild von mir. Fertig ist. Ja, das waren so die beiden Male, wo ich mir treu geblieben bin so. Ja, stark. Wie ist das? Hast du auch noch sonst andere Bilder gehabt, wo du sagst, dass die dich persönlich geprägt haben, dass du so ein Personal Development hattest, wo du sagst, nachdem ich dieses Bild gezeichnet habe, hat sich vielleicht auch meine Persönlichkeit ein bisschen verändert, weil im Endeffekt, das ist meine Meinung jetzt, finde ich, dass das Besondere bei uns Menschen ist, dass wir uns immer entwickeln und verändern können, wie so ein Pokémon. Mhm. Kannst du das sehen? Weißt du, man ist erstmal so ein Glumanda gewesen, irgendwann ist man so ein Glutexo und dann irgendwann ein Glurak. Mhm. Und wenn man ganz cool ist, dann sogar ein Mega-Glurak. Mhm. Und das Problem, was ich manchmal sehe, ist, dass viele Menschen so ein Glumanda sind und danach wie beim DS diese Entwicklung stoppen. Mhm. Ja, und wie ist das bei dir so? Ich hatte mal, als ich 30 wurde, für mich war so klar, dieses Jahrzehnt, also 30 bis 40, wusste ich, es wird sehr bedeutend. Und dann hatte ich mit meinen zwei besten Freunden einen Abend im Atelier gemacht, habe meinen Geburtstag gefeiert und ich habe ein großes Bild gemalt. Und ich habe mir gesagt so, boah, das hänge ich mir auf, für mich, etc. Blablabla. Habe viel Herz reingepackt, habe viel Blut reingepackt. Ich habe mir die Hand aufgeschnitten, habe mit meinem Blut halt die Leinwand noch bemalt. So. Und dann saß ich davor und habe echt viel geweint, weil ich sehr viel an meine Zeit zurückdenken musste, was ich schon alles durchgestanden habe, wie oft ich mit der Kunst aufhören wollte, wie oft ich am Boden lag. Und dieses Bild war so einfach so eine Bündelung an allem, was ich jemals erlebt habe. Mhm. Und dann kamen auch so meine besten Freunde, haben sich auch einen Cut in die Hand gemacht, haben auch ihr Bild drauf, also ihr Blut drauf tröpfeln lassen. Und das war für mich so, boah, Hammer, ich danke euch Jungs, dass ich euch habe, etc. Dann hatte ich das Bild fertig. Und irgendwann hatte ich einen ganz besonderen Menschen im Atelier, auch ein Chef. Und der hat dann zwei Bilder ausgesucht und irgendwann, ich will ihn so nach draußen begleiten und merke so, wo bleibt er? So, der ist noch im Atelier. So, ich gehe so zurück und er steht genau vor diesem Bild. Und ich dachte so, oh nein, wem soll ich das jetzt erzählen, dass ich das? Er sagt so, das ist es. Da spielt das Nico. Genau, ich guck mal hier. Das hier so, bla 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 bla. Ich so, du, ich verkaufe das nicht und das ist so meins. Er sagt so, ich komme in zwei Wochen wieder, ich nehme die Bilder mit, die ich halt ausgesucht habe und überleg's dir. Und der hatte mich irgendwie so gepackt, weil ich wusste, das war ein ganz besonderer Mensch. Und als er dann wiedergekommen ist, hat er gesagt, und Nico, hast du es überlegt? Und mir ist dann so klar geworden, warum male ich eigentlich so? Also mir ist dann nochmal klar geworden, warum bin ich hier so? Letztendlich sind wir hier, um uns zu vermehren. Nicht nur
Kinder, sondern Information. Mhm. Einfach nur, wenn ich Sport treibe, also vermehrt sich mein Körper an Muskeln. Wenn ich Bücher lese, vermehrt sich meine Weisheit. Wenn ich in unbekanntes Terrain gehe, vermehrt sich mein Mut. Letztendlich ist es immer eine Art Vermehrung. Und dann ist mir in dem Moment klar geworden, weil ich habe ihn dann gefragt, so, Thomas, berührt dich das, dieses Werk? Er sagt so, berühren, etwas löst es in mir aus, was ich noch lange nicht mehr gespürt habe. Und Nico, wenn du es behalten willst, okay. Ich meine, ich habe extra jetzt so mit meiner Frau gesprochen, die wir würden das alles umbauen, du kommst bei uns rein, du siehst genau das Bild. Und dann meinte er so eine Sache, und ich habe es gleich in mein Testament geschrieben, dass es meinen Sohn vererbt bekommt. Ich so, löst das so viel in dir aus? Er sagt so, mehr als ich überhaupt denken oder fühlen kann. Ich so, okay. Weißt du was, vielen Dank. Er sagt so, wofür? Ich sag so, Kunst hat mir immer beigebracht, loszulassen. Loszulassen, damit es irgendwo weiter, diese Intelligenz, diese Weisheit, dieses Gefühl weitergetragen werden kann. Ich so, ja, Thomas, du kriegst dieses Bild. Aber nur, weil du genau das Gleiche gefühlt hast oder Minimum etwas genauso in dem Sinne gefühlt hast und ich daraus gelernt habe, wieder loszulassen. Weil da hatte ich so meinen Schmerz angesammelt. Ich hatte alles gebündelt in dieses Bild gepackt und ich wollte von dieser einen Sache, von dieser ganzen Erfahrung nicht loslassen. Aber das war nicht der ganze Sinn meiner Kunst, warum ich angefangen habe. Ja. Ja. Das ist dann eine Entwicklung dann gewesen. Genau, das war dann mein Glurak oder Super Glurak. Es gibt was sehr Interessantes über dich, weißt du das? Okay. Du hast 9 Monate was sehr Besonderes gemacht. Ja. Und erzähl uns mal ein bisschen, was hast du 9 Monate lang gemacht? Ich habe... Oder beziehungsweise, was hast du nicht gemacht? Ich habe nicht gesprochen. Interessant. Erzähl mal, wie war es? Wie kamst du auf diese Entscheidung, nicht zu reden? Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie war der Anfang? Erzähl mal einfach ein bisschen drüber. Als ich in Hannover noch war, hatte ich halt sehr viel Stress, so auch so mit meinem alten Management etc. Und ich wollte da einfach raus. Und ich war in dem Zeitpunkt sehr zornig, sehr wütend, sehr enttäuscht und habe das auch auf meine Kunst übertragen und auf meine Freunde drumherum, auf meine Familie, auf alle. Ich komme zum Beispiel, 2 Wochen stand ich so vorm Atelier und ich konnte da nicht rein, voller Wut und Zorn, weil da so viel passiert ist. Und dann habe ich wen kennengelernt, hier so ein neues Team gefunden in Köln, bin dann hierher gegangen und ich wusste, wenn ich diesen Zorn mitnehme, diesen Energieball, wenn ich das alles mitnehme, mache ich mir alles kaputt. Ich mache mir alles kaputt, obwohl die Menschen mir helfen wollen. Und das wollte ich nicht. Und letztendlich war ich gleichzeitig in diesem Bewusstsein, dass alles, was ich so fühle und denke, so innen, wird automatisch nach außen gespiegelt. Das heißt, genau diese Situation werde ich anziehen. Ja. Und dann habe ich meditiert. Und ich habe keine Klarheit gefunden. Und ich wusste genau, alles, was wir denken, und wir haben immer die gleichen Gedanken, ist keine Weiterentwicklung. Dieser ganze Zorn hat sich so gefestigt und ich wollte darauf loslassen. Und ich habe in meiner Meditation so oft gebetet, so gewollt, lass los, fühle, lass los, du musst nicht sauer sein. Die Sachen sind doch jetzt durch, du bist jetzt hier. Und auf einmal, bam, habe ich eine Stimme gehört, die ich lange nicht mehr gehört habe. Es war mein Herz. Und es hat einfach nur gesagt, schweig. Interessant. Und es war wie ein Befehl. Es war nicht so, wie okay, schweig. Eine Woche später habe ich mein Team gesagt, so Leute, ich werde schweigen. Wie, du wirst schweigen? Und das Gute war dem gesagt, wir unterstützen dich. Wenn das nicht eine Entscheidung für dich ist, wir unterstützen dich. Und es war nicht geplant am Anfang 9 Monate. Das war so, schweig einfach. Und ich wollte unbedingt sagen, wenn man nicht ins Kloster oder nicht irgendwo hingehen, weil ich wollte mitten im Leben weiter sein. Ich wollte einfach nur eine Klarheit zu was ich bin. Was bin ich eigentlich? Die Summe meiner Gedanken, die Summe meiner Emotionen etc. Wer bin ich wirklich so? Lüge ich mich an, lüge ich mich nicht an? Ich wollte Klarheit haben, wer ist Nico? Was will Nico? Und aus diesem dann Prozess von, ich fange jetzt bald an, kam sich dann plötzlich so, ey, du willst dich neu gebären. Ja, du willst dich neu gebären, du willst zu der Person werden, die wirklich die schönsten Werke dieser Welt malt, die Menschen berührt, mit Freude. Weil ich mir immer gesagt habe, du fängst kein Werk an, wenn du negativ gestimmt bist. Dann schreibst du lieber Gedichte oder Texte oder irgendwas. Und eine Geburt ist 9 Monate, so für Menschen. Ah, deshalb 9 Monate. Okay. Und in dem Zeitraum dieser 9 Monate, die ersten 3 Monate waren die Hölle. Die waren wirklich die Hölle, weil du wachst morgens auf und das Erste, was dich konfrontiert, ist so dein Ego. Und er sagt, sprich doch, lass raus, komm, werd wieder zu der Person, den ich kenne. Werd zu dieser Person oder bleib diese Person. Und einmal ist mein Wort rausgekommen und ich habe mich dafür gerichtet. So, scheiße, jetzt hast du gesprochen, jetzt kannst du auch aufhören. Und das ging so 3 Monate, wo ich so viermal was gesagt habe, ein Wort rausgekommen ist. Und in den 3 Monaten habe ich so gelernt, ey, wenn du auch mal kurz ein Wort sagst, heißt nicht, dass du das ganze Projekt abbrichst, weil es ist ja, du willst dich ja von etwas lösen. Du willst ja
dieses neue Ich erschaffen. Das ist ja schon da. Du musst halt nur diese ganzen Mantel einfach nur irgendwie wegbekommen. Ja. Und dann so nach 5 Monaten war es dann so weit, wo ich wirklich so meine Gedanken so weit reduziert habe, dass ich meine Gedankenströme verfolgen konnte. Okay. Ich konnte wirklich so für mich selber erkennen, ich wache auf, das Ego kam und sagt, sprich, und dann halt's Maul, geh mal zur Seite. Du bist einfach über dich hinausgewachsen. Genau, ich war vollkommen präsent, mir war vollkommen klar, was ich denke, wer ich bin, habe auch gemerkt, ey, du lügst dich die ganze Zeit an. Du bist gar nicht so, was du diese ganze Zeit liest. Weil wir lesen ja Bücher über Spiritualität, über persönliches Wachstum. Es ist eine Sache, Bücher zu lesen, die Theorie anzunehmen, aber eine andere Sache, es in praktisch umzuwandeln. Ja. Und dann war so die nächste Intuition, wie kraftvoll sind denn unsere Gedanken? Und ich habe mich getestet. Ich habe mal eine Woche negativ gedacht und habe mir wirklich Scheiße passiert. Eine Woche positiv gedacht, ist mir nur Gutes passiert. Habe mich von vielen Menschen getrennt, so, also auch so energetisch getrennt, weil ich wusste, die tun mir nichts mehr Gutes. Du lügst dich selber an, dass das deine Freunde sind. Du lügst dich einfach die ganze Zeit an. Und ich wollte nicht mehr diese Lügen haben. Ich wollte einfach im Herzen Wahrheit, im Auge Klarheit. Das war so mein Sinn. Und durch das Schweigen bin ich so ein ganzes Stück näher gekommen. Und dann auch mit meinem Team. Die Kommunikation hat wunderbar funktioniert. Und auch als wir Projekte hatten, die Leute fanden das nicht nur interessant, das Spannende war, sondern sie wurden selber ruhiger. Ja. Sie wurden selber präsenter. Sie hatten auf ihre Worte geachtet. Es wurde alles qualitativer. Und dann Richtung Ende dieser 9 Monate kam mir so der Gedanke, ist eine Geburt schmerzfrei? Ist nicht schmerzfrei, weil ich habe mich ans Schweigen gewöhnt. So, der Mensch gewöhnt sich an alles. Ja. Und dann kam für mich so die Intention, okay, wie kriegst du jetzt Schmerz? Wie fügst du dir Schmerz zu, dass du trotzdem weitermachen kannst? Du nähst dir den Mund zu. Und dann habe ich mir eine Woche, bevor ich wieder gesprochen habe, ich habe hier so ein riesen Event gemacht, den Mund zugenäht oder zunähen lassen, was auch ein Film war, wie jemanden zu finden. Habe dann nur Flüssignahrung gehabt. Und war dann aber trotzdem so klar im Geiste, dass selbst der Schmerz nur eine Motivation war. Es war diese Flamme, es war diese Disziplin dahinter, nicht aufzuhören, diese Disziplin dahinter, sich selbst zu gebären. Und dann die letzten 3 Tage war mir dann nochmal bewusst geworden, okay, jetzt hast du die Geburt, die bereitest du vor, jetzt hast du deinen Schmerz, aber eine Geburt, alles Schöne, was entsteht, findet im Dunklen statt. Und in den letzten 3 Tagen habe ich mir die Augen verbunden. Das heißt, ich war im Schweigen, ich hatte meinen Mund zugenäht, ich hatte meinen Schmerz und ich hatte die Kraft der Dunkelheit. Und dann am 22. Dezember 2022 war Tag X. Da hatte ich hier ein Riesen-Event. Mir wurden dann die Schnüre aufgeschnitten, die Augenbinde wurde mir abgenommen und Musik. Babam, 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 babam. Und dann ging es los. Dann habe ich gespürt, dieses Feuer wieder, also dieses Schreien, so dieses Mitschreien, dieses Mitfiebern, dieses emotionale Chaos, was sich so gebündelt hat, einfach rauszulassen, in einem Bild zu manifestieren. Und ja, das war so, da wusste ich, oder da hat sich auch meine Kunst extrem verändert, weil da hat sie plötzlich den Nico wieder gespiegelt. Da kam plötzlich an und meinten, ey Nico, ich habe letztens dein Bild auf der Ida gesehen, ohne den Namen, ich wusste sofort, Nico. Wir haben ein Bild gesehen, das hast du gemalt. Und plötzlich hast du so einen Wiedererkennungswert, den ich auch selber in mir gesehen habe. Das Schwierigste war dann das Sprechen in der ersten Woche. An dem Abend wollte ich was sagen. Es kam dann so, ich habe richtig gespürt, die Energie baut sich auf im Magen, geht hoch in deinen Mund und dann wollte ich was sagen. Auf einmal ging nicht. Kam nichts raus. Gar nichts, es kam nichts raus, ja. Null. Kurzer Moment der Panik, aber dann kam wieder so der Gedanke, der gesagt hat, ey, ruhig, ich bin hinter dir, du schaffst das, ja. Du bist nicht alleine. Du hast uns alle in dir. Und dann ging es weiter, bam, 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 bam. Und dann hat das noch so 3 Wochen gedauert, bis sich so meine Stimmbänder wieder regeneriert haben oder sich dran gewöhnt haben. Und das Schöne war dann, meistens spricht man ja, bevor man denkt. So, weil man denkt unbewusst. Und jetzt ist es so, es kommt ein Gedanke, er ist qualitativ oder nicht qualitativ, aber er beeinflusst nicht mein Sprechen. Ja. Sagen wir es mal so. Man führt bewusste Konversationen, man hört zu, man hört qualitativ zu. Du überlegst erstmal vorher wahrscheinlich, bevor du redest. Und das, was du von anderen Leuten hörst, nimmst du wahrscheinlich seitdem auch anders auf. Ganz anders wahr, ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. In dem Moment ist die Person, mit der ich rede, wirklich die wichtigste Person im Raum. Ich höre zu, weil während des Schweigens hast du eine Option. Du hörst zu oder du hörst zu. Ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du hörst deinen Gedanken zu oder du hörst der Person zu, die gerade etwas mitteilen möchte. Und wenn jemand seine Emotionen mitteilen möchte,
dann was bin ich denn für ein Mensch, wenn ich vor ihm bin und ich einfach wirklich, ohne zu beurteilen, sondern einfach nur als Beobachter agiere, einfach zuhöre. Ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Du hast recht, der Respekt gegenüber den anderen Menschen wird auch viel größer. Weil er öffnet sich in dem Moment. Ja. Sehr interessant, was ich wollte noch einmal auf deine Bilder eingehen, weil so wie du in der PHP Gym das große Gemälde da zurzeit zeichnest, auch fast fertig bist, hast du auch noch ganz viele andere Persönlichkeiten, Bilder verkauft oder gezeichnet. Wer gehört zu den Leuten, wo du sagst, die sind eigentlich recht bekannt, und was hast du denen für die dann fertig gemacht? Also wenn wir jetzt so in die Wirtschaftsbranche gehen, sind es Spediteure, die wirklich weltweit agieren, Fußballer, ohne jetzt bestimmte Namen zu nennen, Influencer, die so mit Millionen Reichweite haben, so, und die kommen dann auf mich zu, wir sprechen, und mir ist es dann irgendwann klar geworden, letztendlich, wenn jemand in meinen innersten Kreis kommt und ein Bild kaufen will, dann hat es schon von vornherein etwas in ihm ausgelöst. Und wenn er, sagen wir mal, dann über ein bestimmtes Bild sprechen möchte, weil die meisten Leute oder viele Leute wollen dann, sagen wir mal, Nico, würdest du auch das und das und das malen? Am Anfang habe ich immer gesagt, nein, nur das, was ich mache. Mhm. Aber letztendlich geht es mir dann darum, etwas zu schöpfen, zu erschaffen, wovon er ein Leben lang zehren kann. Wenn er zum Beispiel zu Hause sitzt, ihm geht's schlecht, oder er denkt an etwas, er betrachtet dieses Bild und plötzlich ist es wie eine neue Energie, die er aufnimmt. Ja. Und dann ist es ganz oft so, dass ich als Gefäß diene. Ich höre diesem Menschen 10 Minuten lang zu, er öffnet sich, ich diene als Gefäß, nehme seine Energie auf, interpretiere es in einer Leinwand, in eine weiße Leinwand mit all dem, was ich bis jetzt Status quo gelernt, erfahren oder mir irgendwie angeeignet habe. Das heißt, es ist eine wunderschöne Symbiose. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, bei dir Bilder zu erwerben, die du schon gezeichnet hast. Genau. Oder man setzt sich wirklich mit dir hin, redet ein bisschen mit dir und du dienst dann, wie du gesagt hast, als Gefäß. Richtig. Und bringst das auf die Leinwand, was die Person vorher zu dir gesagt hat. Das heißt, es ist ein ganz großer Spielraum drin, auch was gezeichnet werden kann. Definitiv, ja. Okay. Weil so, für mich ist dann auch dieser Mehrwert, dass ich wieder was lerne. Ich nehme eine Energie, mache ich nicht bei jedem. Wenn ich merke, da passt die Chemie nicht, dann sage ich, das funktioniert einfach nicht. Und das hat man so, die ersten 2 Minuten sagen dir, passt es oder passt es nicht. Alles andere ist dann Ego, alles andere ist dann Mauern, Mantelung, und da habe ich so ein kleines Feingefühl entwickelt, weil letztendlich bringt es nicht immer was, nur seine Wünsche zu hören, weil die Person weiß gar nicht selber, was sie will. Ja. Dann sind es nur immer nur äußerliche Einflüsse, die er dann widerspiegeln will. Wenn mich zum jemand fragt, ja Nico, könntest du ein Dagobert malen mit meinem Privatjet in der Hand? Dann sage ich, nein, es gibt genug Dagoberts mit einem Privatjet in der Hand. Also dann bin ich der falsche Künstler. Aber wenn du gern etwas, eine Symbolik hinter dem Privatjet siehst und ich dich jetzt so 10 Minuten erkannt habe, dann lass uns doch mal drüber sprechen, was dich wirklich so bewegt, was berührt dich so? Ja. Was sind so deine Kindheitserinnerungen? Was ist so, ein wichtiger Moment in meinem Leben war auch, als mein Bruder seinen Sohn geboren hat. Ja. Ich bin jetzt Partner von ihm, weil als ich ihn gesehen habe, ich habe diese Leere in seinen Augen gesehen, ich habe dieses strahlende Leuchten gesehen, was viele Erwachsene vergessen, so, oder sagen wir mal, die betrachten die Welt mit, wie soll man sagen, mit Engpässen. Und als Elijah geboren wurde und einfach diese ganze Welt voller Freude gesehen hat, hat mich das so inspiriert, dass ich von diesem Menschen gerade, der neu geboren war, der noch nichts getan hat, hat er mich so beflügelt, dass ich mir gesagt habe, ey, öffne dich für Menschen, wenn sie wirklich mit ihrem Herzen zu dir kommen. Weil dann lernst du wieder draus. Dann entwickelt sich deine Kunst plötzlich weiter. Füge alles ein, was du kannst. Öffne dich für seine Emotionen und mal einfach das geilste Bild, was er je gesehen hat. Ja, ich meine, es ist ja auch erfolgreich. Ja. Du machst das und es kommt auch gut an. Die Leute kommen zu dir auch, die Leute holen auch Bilder von dir und ich hoffe, es wird auch in Zukunft weiterhin noch so bleiben. Definitiv. Du hast ja, das was ich auch cool finde, ist, du malst ja nicht nur auf Leinwände. Ja. Erzähl mir, worauf malst du sonst noch? Als Beispiel, Autos faszinieren mich sehr. So. Wir haben hinten noch so eine Motorhaube stehen. Ja, aber wobei, da gibt's noch geilere Dinge. Das mit dem Käfer und so. Das ja, war das schon. War so ein Käfer mit einem Porsche Boxster-Motor drin. Und das Ding konnte ich direkt ins Atelier fahren. Und ich finde, ein Auto ist zum Beispiel selbst ein lebender Organismus. Mhm. Und ich habe einen Porsche mal gemalt, einen GT3 S, einen Jaguar E-Type von
aus Amerika eingeflogen und das Ding war komplett braun, hässlich. Wollte auch niemand haben so. Das war einfach nur so ein Schau-Act. Und dann kam so ein Typ und meinte, ey Nico, kannst du was mit dem Auto anfangen? Und ich habe sofort diese Seele dahinter gesehen, dieses Feuer hinter diesem Auto. Ja, ein Jaguar E-Type, ein Audi A8, aber nicht nur Autos, sondern auch Wände. Mhm. Für mich sind so Räumlichkeiten nicht nur weiße Wände, sondern sie bündeln halt und spiegeln die Person wieder, die darin lebt. So alles, ja, was er so erlebt, wie er sich aufgebaut hat. Und für mich ist es dann wie eine riesen Informationsquelle, die, wo ich dann alle Energien aufsammle, die Person mit aufsammle, die kleinen Gegenstände mit aufsammle und genau das raushole in seinem maximalen Potenzial. Ja. Jacken, eigentlich letztendlich alles eigentlich so. Aber hauptsächlich Wände, Autos, Leinwandbilder und Fashion. Das ist so, das sind so meine Punkte, wo ich mich drauf auslassen kann. Das ist eine sehr coole Kombi auf jeden, ja, Fall. Ja, definitiv. Das ist so auch etwas, was jeder haben möchte in dem Sinne. Jeder fühlt sich mit dem Auto wohl, jeder fühlt sich mit schöner Fashion wohl, jeder fühlt sich auch hoffentlich in seinem Zuhause wohl. Genau. Und dementsprechend sind das gute Bereiche, die du abgedeckt hast. Und dadurch, dass du das auch mit Leidenschaft machst, bringt es auch noch einen ganz anderen Effekt, als wenn jemand das macht, nur um Geld zu verdienen. Genau. Das hat eine ganz andere Symbiose. Ja. Und wie man das auch in deinem Atelier anschaut, du hast ja diese Farben, die sind ja bei dir nicht nur auf den Leinwänden, sondern überall. Überall. Du, als wäre das ein Teil von deinem Leben. Mhm. Finde ich sehr, sehr cool. Tut das Tattoo, hat das weh überhaupt? Oder hast du irgendwas gespürt? Nicht. Null. Bist du schon fertig, oder? Oha, geil. Ja, ey, dann würde ich sagen, es war ein sehr cooles Gespräch. Man hat dir gar nicht angemerkt, dass du überhaupt tätowiert wurdest. Ich aber habe es eine Zeit lang vergessen. Aber man sieht, dass da etwas auf der Haut ist. Und ich bedanke mich bei Edgar nochmal für die Arbeit, die du geleistet hast. Und Nico, dass du so gastfreundlich zu uns warst. Und hiermit würde ich das Interview beenden und dir ein schönes Tattoo und alles wünschen. Vielen Dank für diese Idee. Die finde ich genial, wirklich. Ich hoffe, es hat dir auch soweit gefallen. Definitiv. Und vielleicht hast du noch allerletzte Worte an den Zuschauer. Wenn du irgendwas dem mit auf den Weg geben möchtest, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Mhm. Macht euren Verstand wieder zu eurem Diener eures Herzens. Euer Verstand ist ein schlechter Meister, aber ein wundervoller Diener, ein wundervolles Werkzeug, ein Instrument. Nutzt diese Gabe. Und wenn ihr wirklich euch bewusst seid, welche Kraft und Macht unsere Gedanken haben, dann glaubt mir, werdet ihr nie wieder einen schlechten Gedanken auch nur wagen. Und mit den Worten verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin noch zugeschaut. Und ich würde mich gerne über einen Kommentar, ein Like und ein Follow freuen. Tut mir leid. es ist sehr viel Arbeit, was wir hier reinstecken. Und damit könnt ihr uns auf jeden Fall Appreciation geben. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Wir sind raus. Peace out. Und danke nochmal für alle, die da waren.